Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur Formel 1 2013. Wir sind in Kanada angekommen, im Training. Wir haben in Monaco auf Platz 2 beendet, sind in der WM noch Führender mit 117 Punkten. Ungefähr, ja. Also 38, ja, 38, können wir auch verrechnen, da haben 38, glaube ich, vor Vettel und 39 vor Alonso. Das ist ein schöner Vorsprung. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir Kanada an, meine zweite Lieblingsstrecke in diesem Rennkalender, und hoffen wir mal, dass wir auch wie in Spanien auf einer meiner Lieblingsstrecken dann wieder gut abschneiden. Also würde ich mal sagen, noch nicht. Erstmal nochmal. Ja, den Fehler mache ich nicht. Nochmal. Erstmal jetzt nochmal nachgucken, Profi. Ja. So. Und jetzt können wir starten. Das mache ich jetzt jedes Mal. Ja. Das wäre schon mal dann geklärt. Dann brauche ich nicht nochmal raus. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Wetter da sein. Habe ich jetzt auch nicht geguckt. Toll. Ich vergesse immer irgendwie was. Das ist irgendwie voll komisch. Aber sei es jetzt drum. Ist dann halt so, und dann kann ich jetzt auch nichts mehr ändern. Ja, Vettel, dir wird das Lachen noch vergehen. Du musst nämlich erstmal schöne 38 Punkte oder so aufholen. Und das wird schwierig genug für dich, wenn ich so weiter so gut Punkte habe. Ich könnte auch mal ein Cheat-Rennen haben, und das wäre nicht so toll. Ah ja, Regen zum Anfang und 76% Regenwahrscheinlichkeit, okay. 100% in Rennen, okay. Ach, was mache ich denn jetzt? Ich habe hier ein Trockensetup mir rausgesucht, und das ist, ja, wir sehen schon, aber ich würde mal sagen, ich werde mal eins so machen und dann 144. Ich werde das mal testen. So. Das können wir so lassen. Hier gehen wir auf 2-2. Nein! So und so. Dann gehen wir hier auf 138, okay. 173, 203, 231, 259, 291 und, ach komm, machen wir mal 328. So. Nehmen wir mal 12 Runden Sprit mit und hier 3,50, 1,50, 0,10, okay, und 0,35, ja, gut, habe ich. Speichern wir das mal, so. 3 Lotus. 1. Das andere werde ich etwas auf Regen abstimmen, und zwar mit 4,4 dann. Ach, ich gucke einfach, was mir hier besser liegt, und das werde ich dann auch nehmen. So machen wir es einfach, und das ist dann, glaube ich, auch gut so. So kann man dann nicht meckern. Ja, komm, lade! So. Und wenn wir das jetzt nochmal so speichern. Speichern. Hier nur noch nur 2 hin, und dann ist das. Ach, was mache ich denn? 3 Lotus 2, genau. Aber, ja, stimmt ja eigentlich. Ja, stimmt eigentlich auch. Das stimmt ja eigentlich auch. Und jetzt speicher, man. Mistvieh. Mistvieh. Schönes Mistvieh, ey. So. Hast du jetzt gespeichert? Ja, hat er. Dann wollen wir das erste nochmal laden. So. Und jetzt wollen wir endlich mal auf die Strecke gehen, bevor es schüttet. Nichts hier so überragendes in, keine Sachen, die ich machen muss im Test oder mir was freischalten kann. Danke, Raikön. So. Jetzt wollen wir aber mal hier auf die Strecke, beziehungsweise sind wir auf der Strecke. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier so funktionuckelt hier. Ich bin mal gespannt, wie das Setup ist. Och, verbremsen tue ich mir auch schon mal. Ist ja ganz toll. Das wird keine tolle Runde jetzt.
weil ich mir erstmal schön verbremst habe, beziehungsweise nicht richtig gebremst habe. Verbremsen ist ja schon mal scheiße. Oder bis jetzt das Setup. Bis jetzt, ich weiß nicht, kann vielleicht auch in den Reifen liegen oder an mir. Ich glaube eher an mir. Natürlich Bestzeit. Okay, 24.0, das geht viel schneller. Viel, viel schneller geht das. Mit dem Setup muss man eigentlich voll auf der Bremse sein. Aber ich mag das nicht so. Ich bremse meistens nur leicht, um dann direkt wieder auf dem Gas zu sein. Das machen die meisten wahrscheinlich. So wie ich. Aber ja. Wer es anders macht, Ah, weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Diesmal viel zu früh gebremst. Schaffe ich nicht, oder? Schaffe ich das so? Doch, schaffe ich. Zwar nicht Bestzeit, aber... Aber schon mal eine schnelle Runde. Kann ich auch natürlich an der Temperatur liegen. Aber ich brauche höchstwahrscheinlich... Hier brauche ich kein trockenes Setup. Zumindest kein gutes. Hier gehe ich eher auf Regen. Aber man weiß ja nicht, wie es im Rennen so ist. Es kann ja natürlich übel zu trocken sein im Rennen. Also, ja, Intermediates, aber dann ist mit denen selber auch nichts zu holen. Ich bin wirklich gespannt, was mit dem Setup drin ist. Ich habe noch gar keinen Cursor eingesetzt. Ach, ich dämmel. Mitte Sektor sind die anscheinend gut, okay. Sollte ich mir vielleicht merken. Aber ich weiß, wo in der Mitte Sektor die Zeit, ja, außer aber ist ja eigentlich gar nicht viel. Oh, jetzt regnet's. So. Und was fahren wir jetzt? 1... Ach, ne, 1.19.0. Der Regen geht in etwa 10 Minuten los, okay. Vielleicht sollte ich dann auch mal langsam dann... mit den anderen Setup fahren. Beziehungsweise lassen wir jetzt noch einmal fliegen und dann werde ich mit den anderen Setup fahren. Wie das so ist. Okay, meine Reifentemperatur ist richtig. Hier werde ich wahrscheinlich ein bisschen Zeit verlieren. Also wüsste ich nicht, wo. So. Bisschen fliegen lassen konnte ich es bis jetzt schon, aber... Ich habe nicht so wirklich Zutrauen in das Setup. Zumindest bis jetzt noch nicht. So. Aber die Bestzeit habe ich schon mal. Mit der Runde werde ich dann abbrechen. Diesen Run. Und dann werde ich erstmal in eine Box gehen. Um zu gucken, was ich mal mit den Weichen und den anderen Setup fahre. Und das wird eine 1.18.5. Okay, vielleicht auch doch nicht. Weil ich nämlich das jetzt bis jetzt gut genommen habe, die das Geschlängelte hier. Das ist auch wieder gut genommen. Ich mag Kanada, weil es schön schnell ist. Also von den Kurvenfolgen her. Zwei Zehntel ja auch im ersten Sektor schneller, also. Ja, Vettel überholt mich natürlich. Natürlich. In der ersten Runde direkt, oder was? Aber sei es drum. Drei Zehntel. Im Mittelsektor verloren. Aber meine sind anscheinend die letzten beiden.
Natürlich mit dem Speed auf der Geraden. Muss das auch so sein? Wahrscheinlich mehr Speed als der Red Bull auf der Geraden hat. Jetzt bin ich mal gespannt. 1.18.2. Okay, die sind violett. Wollen wir mal zurück in die Garage, um mal zu gucken, was mit den anderen Setups so möglich ist. Bevor es nämlich richtig anfängt zu regnen, und darauf habe ich keinen Bock. Ja, warum ist wohl Verkehr? Weil alle jetzt raus wollen. Weniger Sprit mitnehmen. Ach komm, nehmen wir 8 Runden Sprit mit. Ich will jetzt nämlich mal nochmal alles austesten. Ob mit dem Setup auch was drin ist. Dürfte im Mittelsektor ein bisschen was drin sein. Jetzt fängt es nämlich leicht an zu nieseln. Und da könnte es nämlich schön kriminell werden. Der Geraden, ja komm. Geraden dürfte ich nicht so viel an Geschwindigkeit verlieren. Vielleicht auf der Rundenzeit gesamt, aber... Aber Mittelsektor müsste wieder... Ach. Bisschen neben der Linie gewesen. So, aber solange ich den Weber hinter mir halten kann, ist alles in Ordnung. Allein diese Backup-Passage da, da... Da... kriegt doch der Strahlen wieder ins, ja, ins Gesicht gezaubert, ey. So eine Passage, ja, das ist... Scheiße. Da habe ich ein bisschen das Auto verloren. Aber das werde ich nochmal neu fahren und dann passt das irgendwann. Beziehungsweise jetzt. So. Wir sind Kurs noch zum Schluss einsetzen. Mittelsektor werde ich bestimmt ein bisschen was verlieren oder auch nicht. Okay. 15. gehalten. Vielleicht ist so das Setup sogar besser. Mit ein bisschen mehr Flügel. Je nachdem, wie es dann im Regen aussieht mit dem Setup. Ja. Die habe ich jetzt gut genommen, die Schikane. Und das wird eine 1.16.5. Rums. Nochmal eine dranhängen. Oh, da wollte ich nicht gegenfahren. Da wollte ich eigentlich... Oh. Ich dachte, die wollte meine Zeit niemals da wegnehmen. Okay. Ich bin nur knapp hinter meiner Bestzeit. Okay. Wo ich gar keinen Kurs eingesetzt habe. Jetzt setze ich ein bisschen Kurs ein im Mittelsektor. Ah, und die Schikane habe ich gar nicht getroffen. Mal gucken. Ja, so ist das Setup viel besser, finde ich. Ach komm, die Weichen kann ich noch mal ein bisschen triezen und noch eine Runde dranhängen. Hier werde ich jetzt ein bisschen triezen, die Weichen. Ach, und jetzt fällt mir auch noch was oben runter. Aus meinem Schrank. Ich glaube, er sackt hier. Mann. Nicht, wenn ich hier, mit meinem Lotus hier Gas gebe, dann... Och. Voll in World of... Oh, nee, World of Champions geknallt. Hat zum Glück nichts kaputt gegangen. So. Schön genommen. Bestzeit nochmal, okay. Aber die jetzt hier verschissen. Das möchte ich nochmal neu fahren. Scheiße. Mann, ey. Scheiße, Mann, ey. So.
2:55, okay. Meine Bestzeit, okay. Ja, das ist doch noch gut. Wenn es ein bisschen wärmer wäre, könnte ich bestimmt noch ein bisschen mehr Gas geben. Aber da es jetzt so kühl ist, ja. Ach, jetzt habe ich mich wieder vertan, ey. Mann! Ist doch nicht gut, ey. Da, das ist doch ärgerlich, ey. Das tut mir sehr leid, dass ich hier andauernd Rückblenden nehme, aber... Bis jetzt komme ich mit den Setup richtig gar klar. Also, Empfehlung ist es auf jeden Fall bis jetzt. Ich weiß natürlich nicht, wie es sich im Regen fällt. Deswegen, ich werde, glaube ich, mal testen. Da dürfte ich jetzt ganz viel Zeit verloren haben. Ja. Habe ich alles wieder verloren. So. Gehen wir zurück zur Garage. Im letzten Sektor habe ich alles natürlich wieder verloren, was ich davor gut gemacht habe. Wollen wir es mal so erstmal stehen lassen, bis es regnet. Dann mal gucken, wie ich bremsen kann. Aber im ersten Sektor glaube ich einsame Spitze. 22,2, okay. Da ist jetzt noch keiner hingekommen von denen. Okay, 10,2,2,2. Würde möglich sein, okay. Theoretische Session Bestzeit ist eine 16.170. Okay. Nehmen wir es mal so hin, wa? Die fahren auch nicht viel. Also. Wie man sagen, wir fahren wir in den letzten. In den letzten. Ja, 15 Minuten werden wir noch. 10, okay, die letzten 10 sagen wir. Die letzten 10 werde ich 2 oder 3 Runden nochmal fahren und dann den Part auch mit der Session hier enden lassen, wahrscheinlich. So. Intermediate, jetzt meine ich, wäre vielleicht gut. Gehen wir mal gucken. Wenn es überhaupt geregnet hat. Hat überhaupt gar nicht geregnet. Okay. Warum darf ich dann mit DRS fahren? Also wenn es natürlich nicht regnet, dann würde ich sagen, warum soll ich da noch fahren, ganz ehrlich. Aber wenn es nicht regnet, ja, warum? Haben sie mich erstmal ganz schön verarscht hier. Jetzt bin ich aber auch im Mittelsektor schneller als die. Also. Das ist schon eine eindeutige Bestzeit im Training. Aber ich liebe auch Kanada. Passt zu meinem Fahrstil, glaube ich. Ich mag die schnellen Kurven. Der letzte hat 4 Sekunden Rückstand. Okay, die Strecke ist auch nicht so lang. 2,3 auf Raikön, das ist schon mal, na, schon mal gut. Damit kann man schon mal zufrieden sein, dass man so weit vor denen ist. Aber natürlich im Rennen sind sie wahrscheinlich wieder, haben sie den übelsten Rennspeed, den ich wahrscheinlich auch nicht habe. Okay, ist nass, aber wer weiß. Oder soll zumindest nass sein, bei 100% gehe ich davon aus, dass es regnet. Ja. 100% heißt 100%, also 71, da gibt es auch noch 29% Abweichung. Erstmal nochmal gucken, ob es wirklich so ist. Ja, ist tatsächlich so. Ja, ist in Ordnung. Ich mache mir nur nie Druck. So. Aber ich würde sagen, das war's jetzt fürs Training aus Kanada. Wir sehen uns im Qualifying wieder. Wenn ich hoffentlich die Pole erreiche. Ich werde natürlich alles geben. Ich hoffe, ihr seid dann dabei und sag mal bis dann, hau da rein und tschaußen.